Viel Fußballfieber in Deutschland. Und Felicia Pochhammer ist bei mir im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist noch ganz früh am Morgen, stimmt. Aufstellung gegen Schweiz. Auf 1 gelbe Karte. Es gibt viele, viele Dinge, die es hier zu besprechen gibt. Du hast dir das alles ganz genau angeguckt. Du kennst dich aus. Bitte. Natürlich wollen wir noch mal schauen auf das, was heute Abend auf uns zukommt. Wir sind natürlich sehr gespannt und wir freuen uns auf dieses dritte Spiel. Die ersten beiden sind ja schon mal richtig gut gelaufen. Schauen wir mal, was heute so ansteht. Ja, da beginnen wir doch gleich mal mit der Aufstellung für heute gegen die Schweiz. Und da hat Trainer Julian Nagelsmann gesagt, ja, never change a winning team. Also es bleibt alles beim Alten. Und da müssen wir doch mal ganz kurz in unsere Abwehr schauen. Hier Mittelstädt, Rüdiger, Thar und Kimmich. Und das Besondere daran, in dieser Abwehr sind tatsächlich drei gelb vorbelastet. Heißt, wenn sie jetzt gegen die Schweiz noch mal sich eine gelbe einfangen, dann wären sie eben fürs Achtelfinale gesperrt. Dem Bundestrainer scheint das allerdings nicht allzu viel auszumachen. Er hat sich in der letzten Pressekonferenz noch mal dazu geäußert. Hör mal kurz rein. Auf die Gelbsituation nehme ich keine Rücksicht, weil ich dem Kader vertraue. Ja, ich bin ehrlich, finde das, wenn ich jetzt Spieler wäre und mein Trainer lässt mich spielen und sagt, ja, okay, ich nehme jetzt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Robert Andrich nehme ich runter und lasse dafür Pascal Groß spielen, damit der Rob im Achtelfinale dabei ist. Fände ich so das Respektloseste, was du machen kannst, in meinen Augen, dem Pascal gegenüber. Und am Ende nominiere ich einen Kader, weil ich allen vertraue, weil ich allen dasselbe Vertrauen auch schenke, auch wenn sie unterschiedliche Rollen haben. Das hat aber nichts mit meinem Vertrauen ihnen gegenüber zu tun. Sondern die Spieler sollen alles reinwerfen, solange wie die Regel sie sperrt. Und dann wird ein anderer Spieler reinkommen, der es genauso gut macht. Deswegen vertrauen wir denen. Die Jungs sollen also alles reinwerfen, bis die nächste Karte sie sperrt. Wollen wir hoffen, dass da gegen die Schweiz erstmal keine Karten wieder mit dazukommen. Apropos Karten bzw. Tickets. Nun gibt es ja das Gerücht, es gäbe tatsächlich wieder Tickets für diese Euro. Und ja, tatsächlich ist es so. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Wir wollen aber vorher nochmal gucken, was heute denn tatsächlich so ansteht bei der Mannschaft. Also ganz klarer Tagesablauf vor diesem Spiel, Frühstück, anschwitzen, dann gibt es noch eine kleine Besprechung der Standards. Das könnte natürlich auch immer noch mal wichtig werden. Dann gibt es zwischen 13 und 14 Uhr immer so ein kleines, leichtes Mittagessen. Und ab 17 Uhr gibt es dann ein sogenanntes Pre-Match-Meal. Also noch mal ein kleines, leichtes Essen vor dem Spiel. Da haben wir immer gehört, es gibt meistens das Gleiche, nämlich Fisch. Und da wollen wir hoffen, dass das heute auch wieder so ist. Die letzten beiden Male hat das ja ziemlich gut funktioniert. Ja, und danach geht es dann eben los ins Stadion. Ja, und jetzt kommen wir noch mal zum Thema Tickets. Ja, da hat es eben diese Gerüchte gegeben, dass es diese Tickets noch gibt beim DFB. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen erklären. Also, tatsächlich gibt es heute noch mal eine Runde Tickets. Der DFB hat tatsächlich hier noch mal drei Verkaufsphasen. Ab 10 Uhr am 24. geht es da los. Und da gibt es noch mal 6.000 Tickets. Die kosten auch gar nicht mal so viel, 50 Euro ungefähr. Allerdings gibt es sie nur für Fanclub-Mitglieder und für Turnierregistrierte. Ja, leider Gottes kann man sich jetzt nicht mehr registrieren und man kann auch nicht mehr in den Fanclub einsteigen. Also ja, es gibt Tickets, aber eben nur für die, die sich vorher schon schlau gemacht haben. Also, da müssen wir das Spiel dann doch vom Fernseher anschauen, aber warum nicht? Da sieht man dann wenigstens auch alles. Es gab ja auch Tickets mit sehr eingeschränkter Sicht. Die haben dann zwar nur 60 Euro gekostet, aber sehen konnte man dann da auch nicht viel. So, wir sind also gespannt, Doro, wie heute dieses Spiel ausgeht. Was ist dein Tipp? Ach Gottchen, ich tippe immer so eine ganz große Zahl. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Fußball. Ich sage immer so 7:0, 8:0, weil ich finde, man muss manifestieren. 8:0, wow, okay. Also wenn sie recht haben sollte, du solltest das mal tippen, da würdest du auf jeden Fall... Ich tippe 2:1. Da würdest du auf jeden Fall schön viel Geld verdienen, wenn das tatsächlich passiert. Ich denke, 2:1 ist drin, oder? Das ist sehr realistisch. Ja, ich glaube, 2:1 ist drin. Danke dir, Feli, für diese ganzen Informationen.